Ja, auf dem Weg von Berlin ins Erzgebirge zum Stoneman. Wir werden morgen den Stoneman beide fahren. Ja. Begrüße ich Marco, meinen Bruder, Marco Polo. Ihm gehört das wunderschöne Lachscenter Chemnitz. Wir werden beide morgen gemeinsam den Stoneman fahren. Und wenn wir schon mal da sind, nutzen wir doch die wunderbaren Möglichkeiten hier bei dir und werden in der Roten Feuerwehr bei uns der Prickstop und die Anti-Dröhnmatten verbauen. Genau. Für die Fahrertüren. Genau, damit es nicht ganz so laut wird. Ja. Das machen wir jetzt gleich. Und vielen Dank dafür, dass wir das bei dir hier machen dürfen, weil du hast das bessere Werkzeug und im Zweifelsfall könnt ihr mir auch einfach mal helfen, weil das, ja. Ich bin da auch ein bisschen unsicher, wie das Ganze funktioniert. Aber André wird es alleine versuchen, solange, vielleicht braucht man eine helfende Hand, aber ansonsten, wie gesagt, ja, hier ist erstmal alles da, Hilfe nahe, wenn was ist. Aber hier geht es ja darum, dass er das alleine macht. Räumlichkeiten sind da. Alles klar. Mal sehen, wer es anstellt. Das werden wir sehen. Okay. Los geht's. Wir wollen zwei Dinge verbauen. Zum einen den Prickstop, Einbruchschutz, eine Platte, die ca. 1-2 mm stark ist aus Edelstahl. Die wird von innen verschraubt, gegengeschraubt, sodass der Einbrecher mit einem Schraubendreher von außen nicht durch die Karosserie durchstechen kann, um dann entsprechend den Mechanismus der Zentralverriegelung auszulösen. Das soll diese Platte verhindern. Damit wir die verbauen können, müssen wir natürlich gleich die Verkleidung abbauen. So, und wenn wir die Verkleidung schon abhaben, werden wir diese Anti-Dröhn-Matten verbauen. Alubutyl, ja, selbstklebend Anti-Dröhn-Matten, habe ich schon gesagt. Sind eine ganze Menge. Ich glaube, ich habe hier 2 Quadratmeter. Mal schauen, die reichen, beziehungsweise die werden reichen, weil so kurz 2 Quadratmeter ist es nicht. Aber wie wir die verbauen und wie wir die entsprechend einbringen, das zeige ich euch in den nächsten Schritten. Zunächst werden wir aber die Verblendung demontieren. Dazu habe ich mir schon mal ein bisschen Werkzeug zurechtgelegt. Das werden wir also hier mit diesen Kunststoff-Hebelwerkzeugen auseinandernehmen. Bevor wir das aber machen, werden wir zunächst mal alle Schrauben lösen, die ja relativ einfach zu und leicht zu sehen sind. Ich habe schon mal geguckt, Torx 15 beispielsweise hier unten. So, 2 Stück bis dato. Schraube Nummer 4. Also mir ist bewusst, dass diese Klammer hier hinten das Problem ist, die hier oben drin sitzt. Und die versuche ich gerade etwas zu lösen. Die will aber noch nicht so, wie ich das will. Nachdem ich 4 Minuten lang ergebnislos versucht habe, das zu öffnen, habe ich jetzt hier einen Profi vom Lachscenter Chemnitz mal kurz interviewt und der versucht mir mal hier zu helfen. Dann schauen wir mal, wie er das gelöst bekommt. Ist hinten lang, ja, weil du hebst hier das mit hoch. Wir müssen mal gucken, dass wir das jetzt hier vorne in dem Bereich zuerst aushängen. So, hier scheint es mir lang zu sein. Bei mir ist eigentlich richtig, die Spange ist schon korrekt, aber sie wehrt sich halt. Ah, die Spange wehrt sich nach wie vor. Ansonsten vielleicht noch einen Schraubendreher. Hilft der? Oh,
Spange gelöst. Es ist. Vielen Dank, Kollege. Mal sehen. Ich komme vielleicht gleich wieder auf dich zu. So, also der Profi hat mir ein bisschen geholfen, hat das ein bisschen vorgearbeitet, sodass die Spange hier schon rausschaut. Oh. Naja, die wissen ja halt, was sie tun. Also ihr seht das vielleicht, hier vorne wurde es eingehangen, also da ist der Stift runter. Wenn ihr das versucht rauszubrechen, wird das kaum gelingen. Das kann, wenn nur hinten über die Spange entsprechend funktionieren. Aber okay, so, das haben wir also schon mal draußen. Hervorragend. So, als nächstes drehen wir die Kamera mal rum. Kümmern wir uns um dieses Stückchen. Mal schauen, wie wir hier am besten rankommen. Na? Ah ja, da sehen wir schon mal eine Nase. Dann ist fast klar, wo die andere Nase hingeht. Die wird dann so seitlich reingehen, also von dort nach dort. Wenn wir hier ein Stück rüberziehen müssen, oder? Ja, die geht nach unten weg. Also die geht nach so. Und dann versuchen wir das auch noch da rauszuhebeln. Gehofft, dass ich die Oberverkleidung dran lassen kann. Aber aktuell sieht es so aus, als wenn die eins ein wenig im Weg wäre. Also ohne der oberen Verkleidung wären wir jetzt schon das Problem los. So, damit haben wir auch dieses Element draußen. Hier könnt ihr euch die Widerhaken sozusagen nochmal anschauen. Ja, und so rum steckt es dann drin. Also sprich, es geht alles nach unten weg. Okay, wunderbar. Da finden wir eine weitere Schraube. Torx 30. So, dann unter diesem Griff. So ist die Nase. Zack, das waren also inzwischen schon 6 von denen hier und bis dato 2 von den kleinen. Okay, dann werden wir uns um die Lautsprecher hier kümmern. Lautsprecher-Chassis Nummer 1 ist ab. So, das sind nicht die Original-Lautsprecher. Das sind ESX DCS 165 Lautsprecher. Die haben wir vor 14 Tagen schon verbaut. Damals hatten wir aber die Dämmmatten noch nicht eingebaut. Das wollen wir jetzt ja mit nachholen. Das heißt, hier nicht wundern, das sind nicht die Originalen. Die sehen schon leicht anders aus. So, die meisten Sachen sind gelöst schon. Lautsprecher ist raus, Fensterbedienelement, das ist alles locker. Jetzt müssen wir auf der Seite mal schauen. Ach, der Kollege kommt gerade und reicht mir ein kleines Eis rein. Das ist aber lieb. Dankeschön. Mensch, gibt es hier direkt mal ein Eis zum Essen?
Da muss ich kurz Pause machen. Moment. So, Pause fertig. Also es ist schon locker. Aber es lässt sich noch nicht lösen. Hier hinter sitzt noch ein blauer Nupsi. Ihr habt's gehört. Dann hoffen wir mal, dass er jetzt abgeht. Naja, und wo ein Nupsi ist, gibt es offensichtlich noch einen zweiten Nupsi. Der erste war in der Höhe, den zweiten sehe ich unten in der Höhe. Auch da mal kurz reingegriffen. Auch das habt ihr gehört, das war der zweite. So, locker ist das ganze Element. So, dann Zündung kurz an, Fenster leicht runter, dann holen wir ein kleines Spezialwerkzeug, während wir das Eis essen. Ja, und an der Stelle Grüße an Frank und an Kai, die auch beide einen YouTube-Kanal haben und so eine Sache schon umgebaut haben. Und von denen habe ich das gelernt, dass man eventuell, also, dass man mit diesem wunderbaren Element hier oben durch, wenn man keinen hat, der ihn das ganze Zeit hier halten möchte, dass man das damit hier entsprechend einhängen kann. So, und bevor wir das da oben einhängen können, müssen wir kurz mal den lockern. So, wichtig, hier war eine Sicherung noch drin, die habe ich zur Seite gebogen. Das sollte euch möglichst nicht passieren. Das heißt, das drehen wir wieder zur Seite, das hat funktioniert. So, auch hier schauen wir schnell. Der ist zu entsichern. So. Und schon ist er ab. Wunderbar. So, und geht das ab? So, hängen wir das erstmal ein. Da oben hängt es doch wunderbar. Und schon haben wir den ersten Schritt erledigt. Das Element ist schon mal ab. Weiter geht es jetzt unten mit dem weiteren Element. Bisschen Eis. Schnell einen Überblick verschaffen. Und da sehe ich sie schon, die Nupsis. So, zack, der erste draußen. So, die anderen haben sich schon teilweise gelöst. So, der Drehpunkt ist hier, also hier müsste noch einer sitzen. Und zack, da war er schon. Also in der Variante, auf den Videos habe ich schon andere, also bei weitem mehr von diesen Elementen gesehen. Bei mir sind es jetzt nur zwei Stück, eins und zwei, die beiden. Ja, also einmal dieser und einmal der. So, wunderbar, das ging doch schon relativ gut. Gleich geht's weiter. So, im nächsten Schritt beschäftigen wir uns mit der Folie. Die Folie ist zunächst mal ja ordentlich verklebt und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe bei einigen gesehen, die haben das abgerissen und was Neues rangeklebt. Die Überlegung ist auch, dass wir es einritzen mit dem Cuttermesser und dann seitlich wieder zukleben mit Gaffertape. Aber das, was wir als erstes mal probieren werden, ist, inwieweit wir es vielleicht sogar gelöst bekommen. Das Auto ist ja noch relativ neu.
Und vielleicht haben wir ja Glück, dass wir das mit Kleber hier so ein bisschen abbekommen. Das heißt, wir werden das hier versuchen, so ein bisschen abzulösen. Schön vorsichtig. Und es sieht erstmal ganz gut aus, dass ich das mit Kleber hier sozusagen abbekomme. Das heißt, wir brauchen es nicht einschneiden, sondern wir werden es wahrscheinlich dann so direkt abbekommen. So, mal ein Stück weiter runter. Also einfach mit Geduld und Spucke hier so ein bisschen versuchen, das entsprechend abzubekommen. Und das geht noch ganz gut. Das einfach ein bisschen mit einem Rakel oder mit was auch immer ein bisschen unterstützen. Cuttermesser würde ich nicht unbedingt nehmen, weil damit verletzt ihr den Lack und das kann nicht gesund sein. So, die Überlegung ist jetzt hier, das obere Stück dran zu lassen, da wir da eh nicht ran müssen. So, so dann sehen wir, dass wir ein bisschen zwischengeklemmt bekommen. So, und so ist doch wunderbar, so können wir es doch direkt lassen. Alles frei. Ganz bisschen Klebereste nur übrig geblieben, hier ein bisschen. Aber hier unten sieht es doch überall schon toppi aus. Ja, müsst ihr jetzt sehen, ob ihr das mit Aceton oder mit anderen Dingen hier gelöst bekommt oder einfach dran lasst. Ich werde das hier so ein bisschen mit dem Fingernagel abkratzen, was ich jetzt hier so sehe. Und den Rest dann dran lassen, weil an die gleiche Stelle kommt ja die Folie sozusagen wieder ran und das stört ja dann nicht weiter. Okay. Damit sehen wir auch das blanke Metall dahinter. Dämmung ist also bei unserem Citroën Jumper bzw. Clever Move, den wir jetzt gekauft haben. Das ist Baujahr, ne? 2020. Also der Clever Move ist aus 21, aber ich gehe davon aus, dass die ganze Karosserie, dass die aus 2020 ist. Dass es 2020 fertiggestellt wurde. So, und jetzt nehme ich die Kamera auch gleich mal raus und zeige euch dann diese beiden Löcher hier, beziehungsweise die beiden Schrauben und Muttern, die entsprechend verschraubt sind. Das müssen wir auch noch lösen hier. So. Jetzt darum, die zwei Muttern zu lösen. Einmal diese hier, die geht ja noch relativ einfach, da kommt man ja noch gut ran. Man sollte sie möglichst nicht fallen lassen. Das wird jetzt gleich interessant. Ja, die haben wir gut gegriffen bekommen. Ansonsten wieder vielen Dank an dieser Stelle an den Kollegen Marco vom Lack Center Chemnitz. Der hält jetzt nämlich gerade die Kamera, weil ich das sonst hier gar nicht alleine hinbekommen würde. Und der hat mir auch diesen Spezialschlüssel gegeben, weil meine 10er Nuss viel zu kurz wäre dafür. Also hier braucht ihr was Langes, um an den 10er hinten entsprechend ranzukommen. So, jetzt greifen wir hier wieder so ein bisschen rein. Schlechter zu sehen für die Kamera, aber ich will verhindern, dass mir die Mutter abhanden kommt. Habe ich sie schon? Nein, jetzt habe ich sie. So, da ist sie. Also wunderbar, das haben wir jetzt ab. So, und jetzt schauen wir direkt mal, ob wir das Plättchen daran bekommen. Wichtig bei dem Plättchen ist, dass ihr auf diese Nase achtet, weil diese Nase passt genau um einen Zeigestock hier um die Schraube drumherum. Ja, also das könntet ihr rein theoretisch auch so rum montieren, dann würde aber diese Kante diese Schraube verdecken. So rum wäre es besser. An dieser Stelle Gruß an Frank, der hat mir diesen Tipp nämlich gegeben, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch falsch gemacht.
So, und jetzt versuchen wir das mal schnell zu positionieren. Zwischendurch kommen schon die Kollegen, gucken jetzt hier alle fleißig zu, wollen ein bisschen was lernen, wie der Hobbyhandwerker sich in ihrer Werkstatt hier anstellt. Ja. Die sind ein bisschen nach außen gebogen. Na, der ist schon mal drin. Der zweite will noch nicht so recht. Irgendwie verbiegt sich das hier gerade. Marco, hast du einen Tipp für mich? Geduld. Ja, von der dritten Hand. Geduld und Spucke. So, das haben wir schon mal drin. Das ist Nummer 1. Und jetzt kommt noch Nummer 2. Da kommt man ganz bescheiden ran, sehe ich gerade. Das wird jetzt interessant. Na doch, geht. Ansonsten, wer Kinder hat, wäre vielleicht ein bisschen Kinderarbeit jetzt an der Stelle hier. Kann man hervorragend mit Kinderhände machen. Aber ich bin ja so klein. 1,75 Meter groß. Hab ja auch kleine Hände. Da geht das. So, das sitzt doch schon mal. Hier, das haben wir auch an der Stelle vorbei. So, dann los geht's. Zack. Hier müssen wir wieder ein bisschen vorbei. So, und an dieser Stelle hat sich's mit den Einbrechern erledigt. Die haben durch die Tür keine Chance mehr. Super. So, inzwischen habe ich mir Handschuhe angezogen, habe mir eine Schere besorgt und werde jetzt diese Alubutyl-Antidrönmatte anfangen zuzuschneiden, sodass wir die hier maximal und gut hineinbekommen. So, wenn wir mal schauen, wie wir die hier irgendwie am besten reinbekommen. So, von der Höhe her sollte das so klappen. Das heißt, wir werden sie einmal mittig zerlegen. Als Tipp wurde gegeben, sie, also sprich Handschuhe anzuziehen, weil das doch sehr scharfkantig sein soll und der ein oder andere sich da schon verletzt hat. Also zerschneiden wir die mal. So. Und dann versuche ich das mal maximal hier auszukleiden. Die Platte passt doch schon mal super rein hier unten. Mal die Ecke nur ein bisschen rund schneiden. Thank you.
So, mit der Verklebung der Alubutylplatten bin ich fertig. Ja, also nicht überall ganz randlos sozusagen, aber durchaus für meine Belange ausreichend und zufriedenstellend. Hier könnt ihr mal reinschauen, ein paar Lücken gibt es hier hin und wieder. Aber insgesamt gesehen würde ich sagen, ja, haut das schon so weit hin. Beim Lautsprecher bin ich noch am Überlegen, da werde ich wahrscheinlich jetzt noch eine oben rüber bringen, um einfach hier noch ein bisschen partiell mehr Masse ja, einzubringen. Das heißt, dieses eine Plättchen, das werde ich mal hier noch direkt sozusagen in der Mitte ja, da platzieren. Das werde ich noch tun. Ansonsten zum Material. Es waren insgesamt bei mir, es waren 2 Quadratmeter. Das waren also, ich glaube, 8 Platten. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, da müssen 10 Platten gewesen sein. Und die Hälfte davon ist verbraucht, nicht ganz. Also die ist noch übrig. Sieht soweit alles gut aus. Das ist alles dran. Ja, dann kann es also losgehen mit dem Rückbau. Also die äußere Folie wieder ankleben. Die haben wir vorhin ja vorsichtig gelöst, sodass entsprechend der Klebstoff immer noch da ist und wir das ordentlich verkleben können. So, nachdem wir das fest haben, brauchen wir diese nette Platte. So, auch das nochmal probieren, schauen. So, da gab es ja nur diese beiden Nupsis. Das ist also relativ leicht. So, das war's mit den beiden schon. Das ging schneller als gedacht. So, dann werden wir diese wunderbare Konstruktion hier wieder lösen. So, das Element drehen. So, was haben wir denn hier Feines? Also, die Kabel. Eines, das ist für den Lautsprecher, müssen wir noch da hinten führen. Und das andere brauchen wir hier oben. Diese beiden nach hier oben. Erst vorne reinklicken, aufgrund dieses sozusagen Widerhakens der Stellschraube. Dann haben wir hier hinten die Klammer und die muss einrasten. Und zack, ist das auch erledigt. Und dann haben wir dieses Element noch. Das wird jetzt wahrscheinlich am schwierigsten, ohne hier eine Nase abzubrechen. Ein bisschen nachhelfen. Eigentlich gut aus. Nein. So, hinten wehrt sie sich noch. Aber das werden wir gleich hinbekommen. So, das gucken wir uns gleich noch mal an. Okay, ja, dann nehmen wir das noch raus.
Jetzt hängt das Zeug sogar schon am Schuh. So, und jetzt probieren wir es einfach mal. Zündung an, Fenster hoch und Fenster runter. Das sieht doch schon mal hervorragend aus. Das geht und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also es ist wirklich ein spürbarer Unterschied. Also einige sagen das ja nur, aber es ist tatsächlich, also es klingt einfach voller. Die Tür schwingt nicht mehr so doll nach. Super, fertig. Auf der Fahrertürseite haben wir den Prickstopp, sprich die Einbruchssicherung verbaut. Wir haben die Alubutylplatten entsprechend, also Antidröhnmatten zugeschnitten, verklebt und sind damit auf dieser Seite fertig. Das Gleiche, was auf dieser Seite gemacht werden musste, muss auch auf der anderen Seite gemacht werden. Lediglich die Einschränkung, dass ihr dort die Einbruchsicherung nicht braucht. Weil nur auf der Fahrerseite kann mit dem Schlüssel die Zentralverriegelung entsprechend entriegelt werden. Das ist auf der gegenüberliegenden, also auf der Beifahrerseite, nicht der Fall. Ja, also das kriegt ihr aber gleich hin, weil es ist das gleiche Schemata, wie es auch auf der Seite war, nur halt dann auf der anderen Seite. Okay, das soll es von uns gewesen sein. Team Van Berlin verabschiedet sich, diesmal der André alleine unterwegs. Aber er hatte freundliche Unterstützung von Marco. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, der mir hier besonders bei der Stelle hier geholfen hat, weil die war nicht ganz ohne. Insgesamt, was werde ich jetzt gebraucht haben mit allem drum und dran? Sagen wir ca. 3 Stunden für die eine Seite. Wenn man dann bei der anderen Seite ein bisschen geübter ist, ich vermute, dass ich die dann in 2 Stunden schaffe. Ja? Also, nehmt euch die Zeit und viel Vergnügen. Bis dann, wenn Berlin verabschiedet sich. Auf Wiedersehen.